AreaView liefert Bilder rund um das Fahrzeug live ins Cockpit. So kann der Fahrer die unmittelbare Umgebung hervorragend einsehen. Vier Kameras ermöglichen die Rundumsicht. Sie befinden sich vorn, in den Außenspiegeln und hinten. Mit den 180-Grad-Weitwinkelobjektiven im Front- und Heckbereich erweitert sich das Blickfeld des Fahrers wesentlich. Die Sicht reicht gewissermaßen um die Ecke. Ganz neu bei AreaView im Passat die 3D-Vogelperspektive. Sie ermöglicht eine umfassende Rundumsicht. Für alle Funktionen von AreaView ist es wesentlich, dass die Kameras korrekt kalibriert sind. Ist die Kalibrierung fehlerhaft, könnte ein Kunde zum Beispiel reklamieren, dass die Bordsteinkante nicht richtig, also nicht parallel zum Auto angezeigt werde. In so einem Reklamationsfall, aber auch nach Instandsetzungsarbeiten am Fahrzeug, müssen Sie das System kalibrieren. Bereiten Sie dazu die Kalibriervorrichtung VAS 721-001 laut Reparaturleitfaden vor. Achten Sie dabei vor allem darauf, dass die Kalibriermuster auf ihrer ganzen Länge parallel zueinander ausgerichtet sind. Beachten Sie die Toleranzmaße im Reparaturleitfaden. Das Fahrzeug steht mittig zwischen den Kalibriermustern. Die Pfeile müssen in Fahrtrichtung des Fahrzeugs liegen. Die Positionen der Fadenkreuze müssen mit der Position der Vorderachse übereinstimmen. Oder? Der Abstand von der Bezugslinie zur Mitte der Vorderachse beträgt 500 mm. Überprüfen Sie, ob die Außenspiegel korrekt ausgeklappt sind. Falls nötig, reinigen Sie die Kameras. Verwenden Sie dazu ausschließlich ein feuchtes Tuch. AreaView muss aktiviert sein. Jetzt können Sie die Kalibrierung mit dem Fahrzeugdiagnosetester beginnen. Über geführte Funktionen gelangen Sie zum Prüfprogramm. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Prüfprogramm und bestätigen Sie mit Fertig bzw. Weiter. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie alles korrekt vorbereitet haben. Der Kalibriervorgang selbst dauert nur wenige Sekunden. Hier noch einmal in Zeitlupe. Sie sehen hier die fehlerhafte Darstellung des Kalibriermusters. Nach der erfolgreichen Kalibrierung wird das Muster korrekt gezeigt. AreaView funktioniert jetzt wieder fehlerfrei. Die Bordsteinkante aus unserem Reklamationsbeispiel wird wieder korrekt, also parallel zum Auto abgebildet.